Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. StartupValley.news hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gebracht. Und weil ich mir sowas nicht alleine tun kann, sicherlich wieder mit rein. Link zu diesem Artikel gibt es selbstverständlich in die Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls der erste gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort noch raushauen würdet, als auch der Link zu meinem DeviantArt-Kanal, für euch meine Comics-Seiten übergeben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und der trägt den Titel Gründertalk. Man muss etwas verrückt und optimistisch sein, um ein MedTech-Startup zu gründen. Und ihr ahnt es sicherlich schon, es geht um Brain Hero. Auch mit dem gleichen Foto wie bei dem letzten Artikel zu diesem Thema. Fackel mich lang drum rum, los geht's. Brain Hero Mobile Neurofeedback Therapie Lösungen voll zu Hause. Stellen Sie sich unter Startup Brain Hero doch kurz unseren Lesern vor. Also, die Leser von Startup Valley, ne? Zu dem es auch eine Zeitschrift gibt, beziehungsweise ein Magazin. Und wer weiß, ob man das hier kaufen kann? Wo ist eigentlich der Shop? Im Pforzheim. Ja, dann kann man die Zeitschrift kaufen. Vielleicht gibt's sie auch sogar im Kiosk. Oder vielleicht bei eurem Kiosk. Müsst ihr mal vielleicht vorbeigucken. Aber diese Meldung ist ja nicht umsonst bei Kanautismus. Also haben die irgendwas verbrochen, was uns nicht gefallen könnte. Also mir gefällt es ja natürlich nicht. Lesen wir weiter. Brain Hero ist ein MedTech-Startup mit Sitz in Wien und einer Forschungstochter in Innsbruck. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben mobile Neurofeedback-Lösungen. Dabei fokussieren wir uns zunächst auf Kinder, die mit Autismus oder ADHS diagnostiziert sind, um ihren Alltag zu erleichtern und Symptome der Problemstellung zu lindern. Unser Ziel ist es, State-of-the-art Neurotechnologie für Patienten zu Hause nutzbar und leistbar zu gestalten. Kommt nicht mit Patienten an, wenn es zum Thema Autismus geht, okay? Aber was mache ich mir Hoffnung? Ich lese weiter. Und kommt auch nicht mit Symptomen an, ne? Um das noch hinzuzufügen. Ich selbst bin Wirtschaftsinformatiker und hatte zuvor wenig mit Neurowissenschaften zu tun. Was mir geholfen hat, war meine Erfahrung im Management komplexer und schwieriger Projekte. Warum haben Sie sich entschieden, ein Unternehmen zu gründen? Die Antwort von Brain Hero? Ausschlaggebend war meine Tochter, die unter anderem mit frühkindlichem Autismus diagnostiziert wurde. Ursprünglich wollte ich dabei nur eine Möglichkeit schaffen, damit sie eine Neurofeedback-Therapie zu Hause machen kann, da ich nicht gesehen habe, dass sie das jemals in einer Praxis durchführen könnte. Ja, Neurofeedback-Therapie. Also, das heißt nur, man kriegt einfach Lob oder Kritik durchgedrungen. Auch wenn man das Neuro weglassen würde beim Wort Feedback. Feedback bleibt Feedback. Und Feedback heißt ja so viel wie eine Meinung sagen. Ja? Lob, Kritik, ganz egal. Weiter geht's. Betroffene Kinder sind am Kopf sehr sensibel. Was es schwierig macht, etwas aufzusetzen, eine fremde Umgebung verursacht bei dieser Therapieform und bei diesen Patienten weiteren Stress. Dazu habe ich mit Hilfe von Studenten der TU Wien und mit punktueller Hilfe der MedUni Wien zunächst einen Prototypen nur für meine Tochter entwickelt. Dabei hat sie einen Superhelden mit Hilfe eines Open Source EEGs mit denjenigen Algorithmen gesteuert, von denen wir laut Studienlage einen positiven Effekt erwartet haben. Nach 3 bis 4 Monaten konnten wir diese Effekte dann selbst bei meiner Tochter beobachten. Verbesserung der sozialen Interaktion mit anderen Kindern, verbesserte Reaktion auf Sprache und ausgefallenere Sprache, in Klammern sie hat unter anderem dann angefangen Englisch zu sprechen, sowie Verbesserung im Schlaf, generelle Regulierung der eigenen Emotionen und weniger Probleme bei Planänderungen im Tagesablauf. Hinzu kam später auch Verbesserung der Konzentrationsdauer, was beim Lernen in der Schule den Lehrern aufgefallen ist. Angefangen Englisch zu sprechen? Und was ist mit Deutsch? Okay. Weiter geht's.
Es war dann recht klar, dass wir weiter Kinder einbeziehen mu müssen und einen medizinischen Weg zu gehen haben, der jetzt von der ersten Idee bis zum CE-Produkt nach MDR etwas über 5 Jahre gedauert hat. Welche Vision steckt hinter Brain Hero? Und die Antwort von Brain Hero? Unser Ziel bei Brain Hero ist es, dass wir Menschen mit neurologischen Problemstellungen helfen, ihre Symptome zu lindern und ihre Gehirnleistung zu verbessern. Dazu entwickeln wir einfach anzuwendende Diagnose- und Therapietools für zu Hause. Kommt nicht mit Symptomen bei uns an, wenn es zum Thema Autismus geht, ne? Habe ich euch schon mal gesagt. Nächste Frage. Von der Idee bis zum Start, was waren bis jetzt die größten Herausforderungen und wie haben sie sich finanziert? Die Antwort: Die neue Medizinpunkteverordnung stellt als Startup vor eine große Herausforderung. Besonders dann, wenn man sowohl Hardware als auch Software entwickelt und dabei auch noch die Therapie selbst anbietet. Daher decken wir als kleines Team viel ab und unterliegen einer Reihe von Prozessen, die wir auch entsprechend zertifizieren müssen. Finanziert haben wir das zunächst mit eigenem Geld, dann haben wir vor... Moment. Finanziert haben wir das zunächst mit eigenem Geld, dann haben wir Förderungen dazu akquirieren können und letztlich ging es nicht mehr ohne Business Angels und Venture Capital. Mittlerweile haben wir 2 größere Finanzierungsrunden hinter uns. Bei der nächsten Frage, wer ist die Zielgruppe von Brain Hero? Kommt als Antwort dann: Zunächst Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren, welche eine Autismus- oder ADHS-Diagnose haben. Außerdem starten wir auch in Therapiezentren, welche diese Zielgruppe als Patienten haben und mit Brain Hero ein Zusatzangebot anbieten können. Kommt nicht mit Patienten bei uns an. Autismus ist keine Krankheit. Aber es geht leider noch weiter. Zu einem späteren Zeitpunkt wollen wir die Patientenzielgruppe erweitern. Wir arbeiten aktuell unter anderem an einer VR-Therapielösung für Erwachsene mit ADHS und auch an einer Überwachung von Epilepsie-Patienten zu Hause. VR, das heißt so viel für Virtual Reality. Aber es geht ja noch weiter. Mit dieser Frage: Wie funktioniert Brain Hero? Wo liegen die Vorteile? Was unterscheidet sie von anderen Anbietern? Ihre Antwort: In der Neurofeedback-Lösung messen wir Gehirnaktivität und spiegeln diese dem Patienten zurück, damit dieser dann entsprechende Gehirntrainingsaufgaben absolvieren kann. Das Prinzip ist nicht neu und wird in Neurofeedback-Praxen angewendet. Nur ist es für unsere Zielgruppe sehr schwer, eine solche Praxis zu besuchen. Wir bilden hier eine Brücke und bringen die Therapie in einem ersten Schritt nach Hause. Später kann man dann je nach Bedarf in einer entsprechenden Praxis weiter trainieren. Außerdem wird ein großer Teil unserer Zielgruppe weitere Therapien benötigen, die dann aber durch unsere Therapie besser wirken können. Und bei der nächsten Frage: Brain Hero, wo geht der Weg hin? Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Ihre Antwort: Wir sehen uns als Plattform für Neurofeedback-Therapie für zu Hause gepaart mit Analyse-Tools, die man entweder zu Hause oder in allgemeinen Arztpraxen anwendet, europaweit und gegebenenfalls in anderen Ländern außerhalb von Europa. Dabei gibt es den B2C-Ansatz, den wir aktuell fahren, aber wir sehen auch den B2B als auch den B2B2C-Ansatz, wo ein Therapeut als verlängerter Arm unsere Plattform nutzt, zum Beispiel, wenn eine Neurofeedback-Praxis eine ergänzende mobile Lösung anbieten möchte, um damit mehr Kunden betreuen zu können und dabei gleichzeitig aber mehr an Therapie anzubieten, weil eben ein Teil zu Hause stattfindet. Wir sind aber auch schon in Gesprächen. Ja, man kann sich auch mittlerweile längst in den Klassenzimmer hier einschalten lassen. Als Konferenz quasi. Weiter geht's. Und zum Schluss die letzte Frage: Welche 3 Tipps würden Sie angehenden Gründern mit auf den Weg geben? Und diese Tipps sind: Erstens, man muss etwas verrückt und optimistisch sein, um ein Medtech-Startup zu gründen, aber dann geht's. Zweitens, unterschätze niemals die DSGVO im Bereich der Medizin- und Patientendaten. Es ist meistens strenger, als man denkt. Und drittens, starte mit der Finanzierung rechtzeitig, idealerweise 9 Monate bevor das Geld ausgeht. Und wir bedanken uns bei Christoph Götz für das Interview.
Und Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder. Was soll ich dazu sagen, Leute? Also, es ist ein interessantes Interview. Aber wir wissen ja, was Neurofeedback-Therapie so alles ist, ne? Oder was meint ihr zu Neurofeedback-Therapie allgemein oder zu dieser Meldung? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp. Also, was ihr zu liken, also wieder zu teilen. Als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiß, wie ihr verpasst. Und wir sehen uns dann mit einer neuen Meldung zum Thema Autismus wieder. Und ich würde mal sagen, ciao Leute.